Diskussion, ihr habt es bald geschafft. Alle, die jetzt erwarten, dass ich den Florian irgendwie zusammenhalte, muss ich sehr enttäuschen. Die Vorträge stehen überhaupt nicht gegeneinander, sondern ergänzen sich wunderbar. Denn er hat gerade so ungefähr den ganzen Transhumanismus erklärt, ohne, ich glaube, auch nur ein einziges Mal das Thema Singularität zu erwähnen. Und genau da habe ich nämlich meinen Hauptkritikpunkt, worum es jetzt hier geht. Was die Singularität ist, erkläre ich gleich kurz. Für die, die es nicht wissen, die Computer werden immer schneller. Es gibt sowas wie künstliche Intelligenz, mehr oder weniger erfolgreich, aber diejenigen von euch, die ein halbwegs neues iPhone haben, können sich auch schon einigermaßen sinnvoll mit ihm unterhalten, also jetzt nicht unbedingt das Gespräch, das man in der Kneipe führen würde, aber den Telefonkommandos geben, wie es versteht und so weiter. Und geht man aber davon aus, dass Computer immer schneller werden, immer intelligenter programmiert werden, bis wir eines Tages einen wirklich echten intelligenten Computer haben. Und der wäre dann wiederum in der Lage, einen noch intelligenteren Computer zu bauen. Der wiederum in der Lage wäre, einen noch intelligenteren Computer zu bauen. Das heißt, Leute, die von der Singularität reden, gehen davon aus, dass es eines Tages explosionsartig an diesem Punkt eine Hyperintelligenz auf der Erde entsteht. Und da kann man sich dann Fragen stellen, ja, wie sieht denn eigentlich dann unsere Welt aus, weil eine solche Hyperintelligenz könnte nahezu alle unsere Probleme lösen, könnte unheimlich hilfreich sein oder wahnsinnig böse, so Skynet aus Terminator kennen die meisten. Um die Frage geht es dann hier, was denn dann eigentlich passiert, wenn die Singularität eintritt, das kann dann tatsächlich niemand so genau sagen. Deswegen heißt sie auch Singularität, das Wort kommt aus der Astrophysik und beschreibt den Punkt an einem schwarzen Loch, an dem man einfach nicht weiß, was drin passiert, weil weder Licht noch sonst irgendeine Strahlung herausdringen kann. Der Begriff stammt aber auch aus der Mathematik und definiert den Punkt in einer Funktion, für den diese Funktion nicht definiert ist und einfach nicht eingezeichnet werden kann, was denn da jetzt bei so einer Kurve passiert. Und Menschen, die an die Singularität glauben, denken, dass wir uns quasi auf so einen Punkt hinzubewegen. Douglas Adams hat vielleicht unabsichtlich das Ganze etwas anders formuliert. Der Adam hat gesagt, wenn jemals jemand herauskriegt, wofür das Universum eigentlich da ist, was diese Hyperintelligenz tun könnte, dann wird unser Universum durch etwas noch Absurderes ersetzt werden. Dieses noch Absurdere könnte dann also quasi diese postsinguläre Welt sein. Es gibt da so verschiedene Vorhersagen. Stanislav Öhler und John von Neumann, um mal den Begriff Singularität 1958 geprägt. Die Informatiker im Raumwissen von Neumann ist ganz maßgeblich verantwortlich dafür, welche Architektur die Computer alle immer noch haben, die wir heute benutzen. Ohne sein Schema gäbe es diese ganzen Computer nicht. 1965 hat dann E.J. Kurt gesagt, die erste ultraintelligente Maschine ist die letzte Erfindung, die dann der Mensch noch macht, alles andere entwickelt dann sozusagen ein Eigenleben. Werner Wings hat dann 1990 gesagt, innerhalb von 30 Jahren, das heißt 23, wir haben noch 8 Jahre, also beruhigt euch, es ist noch Zeit. Während Ray Kurzweil, vielen hier im Raum bekannt, Erfinder, Transhumanist und im Moment auch wird manchmal mein so Chefdenker bei Google. Er hat die Singularität für das Jahr 2045 vorhergesagt. Nun muss man dazu sagen, dass Kurzweil eine ganze Menge Dinge vorhergesagt hat, wie zum Beispiel Spracherkennung und so Computer wie Siri oder überhaupt Smartphones und viele andere Dinge.
Das Problem an deinen Vorhersagen ist, dass sie meistens einigermaßen dann eingetroffen sind für den Zeitpunkt, als er sie vorhergesehen hat. Nicht immer und nicht alle, aber eine beängstigend hohe Erfolgsquote hat er. Was brauchen wir? Wir brauchen künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz funktioniert nach unserem heutigen Verständnis mit Mustererkennung. Zum Beispiel, was ihr in einem Smartphone habt, in einem Computer laufen verschiedene Mustererkenner, die meistens über mehrere Ebenen parallel geschaltet sind und ein Input, ein beliebiges Datum, ein Stück Klang und Sprache zu erkennen, ein Bild, um auf dem Bild Dinge zu erkennen, durchläuft diese Mustererkenner in verschiedenen Ebenen und erkennt dann tatsächlich, was auf diesem Bild zu sehen ist. Damit machen verschiedene Konzerne, wie zum Beispiel jetzt im Moment Google, auch schon ziemlich erfolgreich Gesichtserkennung. Das heißt, man steckt da ein Foto rein und können vollautomatisch erkennen, das ist jetzt so ein Foto von Enno. Das heißt, diese künstliche Intelligenz ist auf dieser Ebene schon mal hinreichend funktional. Und hat Rick Kurzweil eine Beobachtung gemacht, nämlich, dass vielleicht unser gesamtes Gehirn im Grunde nichts anderes ist als eine sehr, sehr große Ansammlung solcher parallel geschalteter Mustererkenner ist. Das ist jetzt ein ganz bestimmtes Bild vom Gehirn, das stimmen kann, aber nicht muss. Wenn Kurzweil recht hat, würde das bedeuten, dass wenn wir dieses Prinzip immer weiter skalieren und immer komplexer machen, noch immer größeren und schnelleren Computern, wir eines Tages einen Computer haben, der in der Lage sein müsste, zu denken wie ein Mensch. Und dann haben wir ein Problem, weil wenn er das dann wirklich kann, dann redet er mit uns und wir werden nicht mehr merken, ob das jetzt ein Mensch oder ein Computer ist, beziehungsweise sehen es, weil er in einer grauen Kiste steckt. Aber wenn wir den Stecker ziehen wollen, dann fängt er an, Hilfe zu schreien. Das heißt, wir werden ihn vielleicht recht zu erkennen müssen und derlei Fragen mehr. Was brauchen wir noch? Wir brauchen sehr hohe Rechenleistung. Rechenleistung steigt und steigt und steigt. Einigen von euch ist das Moore'sche Law ein Begriff, ein Gesetz in Anführungsstrichen, eine Beobachtung, die besagt, dass alle anderthalb Jahre sich die Rechenkapazität der gerade aktuellen Computer verdoppelt. Dieses Gesetz ist noch ein paar Jahre bis Jahrzehnte gültig. Und was wir eben auch brauchen, ist Hirnforschung, um noch genauer zu verstehen, wie es das Gehirn verschaltet. Und hier läuft auch gerade international ein gewaltiges Projekt, nämlich das Human Brain Project, das analog zu der Entschlüsselung des Genoms in den 90er Jahren heute versucht, genau dasselbe zu wiederholen, nämlich tatsächlich einmal komplett zu kartieren, wie ist das Gehirn aufgebaut und dabei zu versuchen, auch zu entschlüsseln, was tun die Teile des Gehirns und wie funktioniert das alles im Detail. Da weiß man dann auch nicht von heute auf morgen alles. Wie mit dem Genom, dass es komplett entschlüsselt wurde, hieß das noch nicht, dass wir jetzt wussten, welches Gen was tut. Da arbeiten wir ja heute noch dran, immer genauer rauszukriegen, welche Genkombinationen später welche Effekte mal haben. Aber die Denkrichtung, der Versuch, das Gehirn zu entschlüsseln, ist im Grunde der gleiche. Wenn man diese Zutaten zusammenbringt, Entschuldigung, ich habe vergessen, da ist noch was dazwischen. Es gibt also erste Erfolge in dem Versuch, künstliche Intelligenz herzustellen. Bis neulich war ein Kriterium, toll Schach spielen können. Bis dann die Schachcomputer kamen und die Schachcomputer so stark wurden, dass wir uns dann abgewöhnt haben zu sagen, okay, Schach spielen können, ist doch kein Zeichen von Intelligenz. Aber 1997 hat eben der Computer Deep Blue den damaligen Schachweltmeister geschlagen. Da hat man gesagt, gut, Schach ist kein Kriterium, was wäre denn ein Kriterium? Ein Kriterium für Intelligenz könnte sein, Dinge in einen Kontext zu stellen und auf Fragen die richtige Antwort geben zu können und dabei immer auch zu wissen, was gemeint ist und ein Konzept von seiner Umwelt zu haben.
das ist jetzt dieses Ding oder das ist jetzt die Person, die und die Frage ist so gemeint. Das heißt, man könnte ja vielleicht von einer künstlichen Intelligenz sprechen, wenn sie in der Lage ist, Jeopardy zu spielen. Das ist dann auch erfolgreich gemacht worden, nämlich vor 4 Jahren, als der Computer Watson über mehrere Monate hinweg in den USA Jeopardy-Champion wurde und alle Menschen an die Wand gespielt hat. Das ist eine künstliche Intelligenz, die sich auf zahllose Datenbanken stützt und ja sogar bis hin zur Wikipedia ein Riesennetz an Wissen aufgebaut hat und in der Lage ist, dieses Spiel zu spielen wie ein Mensch. Nun ist aber dieser Computer im Grunde genommen trotzdem nur darauf spezialisiert, Jeopardy spielen zu können und kann sonst eigentlich nichts. Das heißt, wir sehen schon wieder, wie eine Barriere fällt, wie wir glauben, dass etwas, das uns intelligent macht oder Intelligenz definieren könnte, nachher doch nur etwas maschinell Abbildbares ist. Und die Frage ist, wie viel mehr Dinge, die uns Menschen ausmacht, denken zu können, unsere Emotionalität bis hin zur Spiritualität, unsere kognitiven Fähigkeiten, welche davon machen eigentlich unsere menschliche Intelligenz aus? Welche davon werden in der Zukunft noch von Maschinen geknackt werden, von Maschinen erledigt werden können? Und führt das dann an den Punkt, dass die Maschinen, wenn sie das alles können, tatsächlich mal so sind und so denken wie wir oder eben nicht? Wenn man dann guckt, technische Realisierung einer Simulation des menschlichen Gehirns, man kann nicht genau sagen, welche Rechenleistung das Gehirn denn eigentlich hat. Es ist sehr langsam im Vergleich zu einem Computer, aber es arbeitet massiv parallel und vernetzt. Und man kann die Rechenleistung des menschlichen Gehirns auf etwa 1.000, 10.000 Teraflops schätzen. Das ist eine Maßeinheit für Rechenoperationen pro Sekunde. Und Computer, die so schnell sind, gibt es schon. Nun habe ich aber versucht zu skizzieren, um es genau zu erklären, bräuchte ich einen eigenen Vortrag, versucht zu skizzieren, dass das Gehirn ein neuronales Netz ist, das aus vielen Mustererkennern besteht, die in vielen verschiedenen Ebenen geschaltet sind und deswegen fundamental anders funktioniert als ein normaler Computer, der im Grunde genommen immer noch seriell einfach abarbeitet, was er an Befehlen bekommt. Das heißt, diese ganze Ebene der Mustererkennung und der neuronalen Vernetzung muss erstmal in Software emuliert werden. Das heißt, wir brauchen sozusagen ein Betriebssystem, das auf diesem Computer läuft, selber Rechenleistung frisst, weswegen eine viel höhere Rechenleistung nötig ist, um dann tatsächlich zu denken wie ein Gehirn, wenn man unsere heutigen Computer zugrunde legt. Man geht davon aus, dass man dafür ungefähr 1 Million Teraflops benötigt, als grobe Schätzung. Der erste Rechner, der diese Kapazität hat, müsste ungefähr in 7 bis 14 Jahren auf dem Markt sein. Solange wird auch sehr sicher Moore's Law von der Verdoppelung der Rechenleistung immer neuer Chips noch gelten. Die gleiche Rechenleistung ist in unserer Hosentasche als Telefon oder auf unserem Schreibtisch als Computer in der Regel 10 bis 20 Jahre später zu haben, als Supercomputer es in den Laboren sind. Deswegen ist mit so intelligenten Maschinen in unserem Alltag noch einmal 10 bis 20 Jahre später zu rechnen. Und da landen wir tatsächlich ziemlich genau an diesem Punkt 2045, an diesem Jahr. Und das ist auch dann der Grund, warum kurz wäre das Eintreten der Singularität eben für genau dieses Jahr vorhersagt. Aber nun geht es dann darum mehr. Denn er sieht nicht nur das Auftreten der künstlichen Intelligenz, sondern er stellt alles in einen größeren und höheren Zusammenhang. Er denkt dort auch ganzheitlich und nicht mehr dualistisch, ganz ähnlich, wie du das gerade schon skizziert hast. Und sagt, es gab eine stetige Entwicklung, zunächst der Physik, dann der Chemie, dann der Biologie,
hin zu immer komplexeren Formen und Informationen, bis die Chemie plötzlich biologische Prozesse und somit das Leben hervorbrachte, das Leben wiederum Intelligenz hervorbrachte, die Intelligenz wiederum Maschinen hervorbrachte und so weiter. Und er spinnt diesen Gedanken in die Zukunft fort und sagt, an einer Stelle tritt die künstliche Intelligenz ein, aber bleibt dort nicht stehen, sondern verlängert das Ganze noch sehr viel weiter. Und da gleitet er dann schon sehr, sehr stark in eine vielleicht etwas bedenkliche Richtung ab. Er ist nämlich der Meinung, dass diese künstlichen Intelligenzen, die wir dann haben, in der Lage sind, Nanotechnologie zu produzieren, die wir in den Weltraum streuen und die dann sich sozusagen in den Weltraum hinaus fortpflanzt, um sogar eines Tages dazu zu führen, dass das Universum als Ganzes erwacht und zum Leben findet. Also es ist tatsächlich schon sowas wie eine Art Gottesvorstellung oder so, kann man so sagen. Das ist auch tatsächlich in einem seiner Bücher das Zitat, dass dann dieses erwachte Universum dann auch verhindern soll, dass es selber mal kollabiert und über das Ende des Universums hinaus existieren kann. Das ist sehr, sehr hübsch. So, dann stellen wir uns jetzt mal einfach die Frage, nehmen wir mal an, das passiert alles so, egal ob das jetzt plausibel klingen mag oder nicht für den Einzelnen, was wäre denn? Also künstliche Intelligenzen laufen auf Computern und haben keine menschlichen Körper. Das heißt, sie haben eine komplett andere Erfahrungswelt als wir. Wir hatten gestern schon den Vortrag von Antje Schrupp, wo sie dieses wunderschöne Bild gezeigt hat, dass sie auf einem 300 Meter hohen Turm in Shanghai war, mit einem Glasboden. Und sie konnte dann hinunter fotografieren und man sah ihre eigenen Schuhe auf dem Bild. Und alle Kommentare und auf Facebook gingen darüber, oh mein Gott, bist du wahnsinnig und geh da weg und beschäftigten sich damit, wie unglaublich gruselig dieses Bild war. Und sie hat das wunderschön dargelegt. Diese ganzen Kommentare wären nie zustande gekommen, wenn wir kein Konzept von unserem eigenen Körper hätten, der dann da runterfallen und zerschellen kann, weil es hat sich ja nichts geändert, außer dass der Boden plötzlich aus Glas war und sie diese Information hatte, okay, da sind 300 Meter Luft unter mir bis zum Erdboden. Und das hat sehr, sehr eindrücklich gezeigt, wie sehr unsere Kommunikation und unser gesamtes Denken von unserer Körperlichkeit bestimmt ist. Selbst da, wo wir das gar nicht glauben, in sich zahllose Aspekte, manche Schrift geht dann so weit zu sagen, sämtliche Dualität aufzuheben zwischen Körper und Geist und zu sagen, das sind einfach wir als nicht auflösbares Gesamtsystem, unser Körper sind wir und alles, was wir sind, auch das Geistige, spielt sich halt in unserem Körper ab. Wenn wir jetzt so eine Intelligenz, also dann eben wie gesagt, in dem Moment, wo wir das unsere Intelligenz von unserer Körperlichkeit trennen, heißt es eben, wir haben eine komplett andere Erfahrungswelt. Das heißt, eine solche künstliche Intelligenz müsste sehr, sehr anders denken als wir, sehr, sehr anders kommunizieren als wir. Sie können viele Dinge, die uns umtreiben, nur sehr abstrakt verstehen, während wir wiederum kaum verstehen können, was diese künstliche Intelligenz, die da auf dem Computer lebt, denn so umtreibt und was so ihre Alltagssorgen sein könnten. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, wenn wir mit diesen künstlichen Intelligenzen zusammenleben wollen, weil wir kriegen es ja jetzt schon irgendwie nicht hin, mit, ich sag mal, verschiedenen Religionsgemeinschaften auf einem kleinen Fleck zu leben, obwohl wir mit denen schon viel mehr Erfahrungswelt im Hintergrund teilen. Aber die funktionieren ja nicht so rational wie Computer. Ich dachte gerade an den Spock. Ja, es ist die Frage, ob sie zwingend so rational funktionieren muss. Also bis jetzt gehen wir ja davon aus, dass sie sich konzeptionell am menschlichen Gehirn orientiert. Und es kann natürlich sein, dass die erste krasse künstliche Intelligenz, die ihre Nachfolger entwirft, dann davon abweicht und viel bessere Konzepte findet. Das ist natürlich
dann denkbar. Es geht ja auch einfach nur um das Gedankenspiel, was wäre wenn, wie könnte es aussehen. Ein zweiter Punkt ist, als die Fotografie aufkam, gibt es viele Texte darüber, dass sie uns unsterblich gemacht hat. Es wurde tatsächlich der Begriff der Unsterblichkeit mit der Fotografie verbunden, weil man ein Bild von sich für die Nachwelt produzieren und aufheben kann. Und die Frage ist, ob ein Mensch, der auf einem Computer lebt, sei es per Brain Upload oder wie auch immer das funktioniert, ob wir den tatsächlich als menschliches Wesen mit Rechten und Gefühlen und so weiter ansehen oder nur als eine Art Simulation, die einfach nur eine unglaublich moderne, featurereiche Fotografie von uns ist, also sozusagen eine 3D-Fotografie des Geistes, mit der wir interagieren können. Und ich denke, um diese Frage, werden das eigene Wesen oder sind es einfach nur solche Fotos von uns, werden wir uns sehr streiten. Aber wie ich schon gesagt habe, kann künstliche Intelligenzen glaubhaft versichern, Selbstbewusstsein und Emotionen und so zu haben, die fangen halt an zu schreien, sobald wir den Stecker rausziehen und so, werden wir sie wahrscheinlich ungefähr so behandeln, wie sie mit uns kommunizieren und anerkennen, dass sie eigene Wesen sind, egal ob sie es sind oder nicht. Es gibt da sehr, sehr interessante psychologische Studien, beispielsweise bei Militärrobotern, es gibt so kleine Mimikräume-Roboter und die Soldaten haben zu diesem Roboter eine emotionale Beziehung. Sie behandeln ihn wie einen Hund, den sie lieben, bis dahin, dass einige ihn auch gar nicht mehr zu Mimikräumen einsetzen wollen, weil dann der Roboter da zu Schaden kommen könnte. Und ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Mein Staubsaugerroboter zu Hause heißt Bernd. Und es macht was mit uns. Dann gibt es natürlich noch unheimlich viele Detailprobleme. Weil wenn sich alles auflöst, diese Intelligenzen nicht mehr an Körperlichkeit gebunden sind, dann könnten sie sich ja auch theoretisch aufspalten in mehrere einzelne Individuen oder mehrere Individuen können sich zusammenziehen zu einer großen, ganz viele Konzepte von der Welt, von uns und von Identität und so funktionieren dann einfach nicht mehr. Das heißt, wir hätten schon deswegen Schwierigkeit einer künstlichen Intelligenz, das Wahlrecht einzuräumen, weil wir nicht wüssten, wie viele es ist. Und dann natürlich der Kulturschock. Ich denke, dass ein echtes Auftreten einer echten künstlichen Intelligenz einen Kulturschock nach sich ziehen würde, der vergleichbar ist mit dem, der passieren würde, wenn jetzt hier tatsächlich plötzlich Aliens außerirdische landen würden. Mit dem Eintreten der Singularität und den dann bestehenden künstlichen Intelligenzen werden starke Hoffnungen verbunden, allen voran die Möglichkeit, den Inhalt des menschlichen Gehirns analysieren zu können und ihn auf einen Computer zu überspielen, wo wir dann quasi weiterleben können. Das wird verschiedentlich sehr massiv propagiert. Brain Upload und so weiter soll alles so 2045 oder in den Jahren danach kommen und uns potenziell unsterblich machen. Aber wie ich schon gesagt habe, dieses Leben als künstliche Intelligenz ist ein komplett anderes als das, was wir uns gerade vorstellen, hat nichts Menschliches an sich im Grunde genommen, weshalb man natürlich auch von Posthumanismus sprechen kann, jedenfalls von sehr radikalem Posthumanismus. Eine andere Frage ist natürlich die, kann man von sich sagen, wenn ich eine Kopie von mir anfertige, bin ich diese Kopie? Denn es ist ja nur eine Kopie. Und in dem Moment, wo die Kopie von meinem Gehirninhalt angefertigt wird und weiterlebt, hat sie ab der ersten Sekunde eigene andere Erfahrung als ich, sieht die Welt, wenn auch vielleicht nur einen Meter weiter aus einem anderen Blickwinkel und entwickelt sich in eine ganz andere Richtung als ich. Das heißt, selbst wenn das alles technisch möglich sein sollte, sollten wir vorsichtig sein, es mit einer Unsterblichkeit verbinden zu wollen, weil das nicht wir sind, sondern eben Kopien. Wenn man so will, könnte man auch sagen, es sind unsere Kinder oder es ist eine andere Form der Fortpflanzung, sein Gehirn
auszulesen oder einen Server hochzuladen. Womit wir bei den ganzen Heilsversprechen wären, die damit einhergehen. Den Brain Upload habe ich gerade schon erklärt. Angedacht ist die Abschaffung von Behinderungen, weil der menschliche Körper in jeder Hinsicht reparabel sein soll, wenn er nicht sowieso obsolet wird, weil wir es halt viel geiler finden, so matrixartig irgendwo auf so einem Server zu leben. Die Abschaffung psychischer Erkrankungen soll dabei auch eine Rolle spielen, denn wenn das alles analysiert ist und genau bekannt ist, wie nun unser Gehirn eigentlich funktioniert, dann müssten wir ja die Ursachen psychischer Erkrankungen wie einen Programmierfehler im Grunde genommen auffinden und auflösen können. Dass damit eine Vorstellung von Unsterblichkeit verbunden ist, habe ich schon gesagt. Eine große Rolle spielt dabei die Kryonik, also der Versuch, menschliche Körper einzufrieren, um sie zum Beispiel in 100 Jahren wieder aufzutauen, wenn dann die Technik mal weit genug ist, dass man dann den Brain Upload und all diese Dinge tun kann oder die heute noch unheilbare Erkrankung geheilt werden kann. Wer das machen will, also so ungefähr ab $10,000 sind sie dabei. Also das lässt sich heute kaufen, man kann sich da einfrieren lassen. Natürlich ist dann solche künstliche Intelligenz auch überragend intelligent. Das heißt, sie würde den ganzen Planeten übernehmen und quasi den Weltfrieden herstellen und das alles viel besser managen als wir, einschließlich unserer ganzen ökologischen Probleme. Und sie ist dann natürlich auch in der Lage, Raumschiffe zu bauen. Und wenn wir selber nicht als Menschen Raumfahrt betreiben, dann können ja immer noch unsere Brain Uploads auf den Servern, in den Computern hinaus ins All gehen und auf anderen Planeten Terraforming betreiben. Das heißt, so richtig alles, was es gibt an möglichen Zukunftsvisionen der Science Fiction, wird dort hineinprojiziert. Und all das immer. Könntest du? Man sieht es nicht. Und all das immer nach diesem Schema. Wir sind tatsächlich darauf angewiesen, dass das Wunder an dieser Stelle passiert. Gute Arbeit, sollten wir nicht ein bisschen konkreter werden, steht da. Das ist aber ein falsches Bild, es gibt eigentlich ein anderes. Das heißt, das ist der typische mathematische Beweis, du fängst ihn von vorne an, du weißt, wo du hin zum Ergebnis, du rechnest ihn zurück und weißt aber nicht, wie das zusammenpasst in der Mitte. Und da kommt dann the miracle occurs. Ah, okay. So. Wahrscheinlich war ich jetzt als Redner ein bisschen irritierend für euch, weil ihr jetzt nicht so genau wisst, was ich jetzt eigentlich von dem ganzen Kram halte. Und einerseits ist das ja auch alles so ein bisschen plausibel und andererseits war ich ja auch schon sehr ironisch jetzt. Deswegen jetzt mal wirklich nachgefragt ist Transhumanismus, moderner Futurismus, der die Singularität und so weiter vorhersagt. Ich muss jetzt ehrlich gesagt, ist die Frage hier schlecht gestellt. Also ich musste hier Transhumanismus fast schon durch einen anderen Begriff ersetzen, weil Transhumanismus noch ganz viele Dinge umfasst, die Florian gerade erklärt hat, die jetzt damit eigentlich nichts zu tun haben, wovon ich hier rede, weil sie sowieso passieren. Jedenfalls ist das Ganze wissenschaftlich und da muss man ganz klar sagen, jein. Also Kurzgehe arbeitet natürlich mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und macht eine intelligente Zukunftsprojektion. Nimmt diese Erkenntnisse, baut sie zusammen und sagt, so könnte es kommen. Und egal, wie absurd man Ergebnisse dieses Denkens dann findet, ist das alles tatsächlich hochplausibel. Also er hat sich wirklich tiefgehende Gedanken gemacht und dann nicht einfach nur herumgesponnen. Und es gibt sehr, sehr gute Gründe, das zu glauben. Kann man wirklich tun. Das ist sehr überzeugend, wenn man das alles liest. Vor allen Dingen dann auch mit im Zusammenhang mit der sehr hohen Trefferquote bei seinen bisherigen Vorhersagen, wann welche technologische Errungenschaft eines Tages mal eintreten soll. Und nicht zu vergessen, futuristische Vorhersagen haben in der Regel den Hang einzutreten. Wenn wir uns so Texte von 1900 angucken oder so Bilder, wie ist das Leben im Jahr 2000,
dann finden wir da immer ganz viele alberne Darstellungen, die wir aus heutiger Sicht total lustig und abwegig finden. Wir finden aber auf der anderen Seite eben immer auch so Dinge wie, ach, guck mal da, ja, das Flugzeug, das wurde ja wirklich erfunden und die und die und die Sachen. Und ja, wir sind wirklich zum Mond geflogen. Das heißt, diese Zukunftsvorstellungen sind nicht so ganz neben der Spur. Und sie sind es wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil mein persönliches Gefühl, die Science-Fiction permanent die Forschung dazu animiert, Ideen der Science-Fiction langsam in Wahrheit zu überführen. Das war also gerade diejenigen Dinge, die wir aus Science-Fiction-Romanen kennen, tatsächlich bevorzugt wahr werden, weil die Forscher es unbewusst toll finden, genau sich in dieser Richtung gedanklich orientieren, aber eben immer anders als erwartet. Das ist ganz klar, wenn man sich solche alten Darstellungen anguckt, ja, es ist in gewisser Hinsicht eingetreten, aber eben doch irgendwie ganz anders. Und genau auf diesem Level sollte man solche Zukunftsvorhersagen, egal wie plausibel sie klingen scheinen, nicht allzu ernst nehmen und dabei niemals aus dem Blickwinkel zu verlieren, es ist eine Zukunftsvorhersage. Das heißt, sie kann doch so plausibel sein, man muss sie glauben, man kann sie plausibel finden, man kann sie nachvollziehen, man sollte aber immer sich bewusst machen, dass man da etwas glaubt. Ob man das nur als Mutmaßung glaubt oder im religiösen Sinne glauben will, da kommen wir dann gleich zu. Nämlich die Frage, ist das Ganze jetzt religiös oder gar esoterisch? Ich habe ja gerade gesprochen von dem Erwachen des Universums und so weiter. Und auch hier ist die Antwort Jein. Wir finden rund um den Transhumanismus und rund um die Singularität immer wieder solche Darstellungen und ich mag sie nicht und sie stoßen mich ab, weil sie für mich aussehen wie irgendwie Bilder aus dem Wachturm oder die Grafiken, mit dem Scientology so für sich wirkt und so. Und anhand der grafischen Darstellungsweise viele dieser Dinge kann man dann doch sehen, wie viel das alles mit Esoterik zu tun hat. Wir hatten heute früher am Nachmittag auch diesen schönen Vortrag noch über elektronische Esoterik und da konnte man teilweise auch Abbildungen sehen, die in vergleichbare Richtungen gehen. Und dann ist es ja auch so, es ist der weiße, normal, gesunde Mann. Also das ist noch so ganz, ganz für sich, aber es ist natürlich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man da im Grunde dann auch nur so auf so einer alten Bahn weiter denkt. Ohne. Ja. Das kommt da noch oben drauf. Wenn man das jetzt ganz normal mit gewissen heilsversprechenden monotheistischen Religionen vergleicht, ich nehme jetzt mal mit Absicht die monotheistischen und nicht den Buddhismus, dann haben wir die Unsterblichkeit bzw. das Sterben und die anschließende Auferstehung. Ein solcher Prozess könnte ja auch beim Brain Upload passieren. Es könnte ja sein, dass das Auslesen des Gehirns nur möglich ist, wenn man es gleichzeitig auch zerschneidet. Und es gibt auch diese wunderschöne Szene in der Serie Real Humans, wo der Wissenschaftler es dann versucht und sich davor umbringen lässt, damit man sein Gehirn dann da auslesen kann. Ein zweites Motiv ist das Motiv der Erlösung. Der Messias bringt Gottes Reich auf Erden. Es deckt sich wirklich eins zu eins mit dieser Vorstellung, die Hyperintelligenz tritt ein und bringt dann so richtig alles in Ordnung. Also es ist unheimlich frappierend, wie ähnlich diese beiden Denkmuster sind. Und dann der letzte Punkt ist natürlich der, wir haben jetzt viel über Dualismen geredet, von Körper und Geist und die Frage, ob es auch zeitgemäß ist, das noch dualistisch zu denken. Aber die monotheistischen Religionen, die tun genau dies und sagen, der Geist, der wird mal in den Himmel auffahren und dort ewig weiterleben, während der Körper halt vergeht. Und genau dasselbe haben wir auch, wenn wir den Gehirninhalt auslesen und per Brain Upload auf einen Computer verfrachten, dann ist dann tatsächlich diese simulierte Umgebung des Computers der Himmel. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es himmlisch sein könnte. Da
ein ewiges Weiterleben möglich ist, während die Fortexistenz des menschlichen Körpers dann halt irgendwann endet. Und ich finde, dass diese Vergleiche zwischen den Glaubensinhalten bestimmter Religionen und den Aussagen des Eintretens des Transhumanismus nicht, oder der Singularität, dass das schon sehr frappierend ist. Deswegen könnte man auch sagen, dass das Eintreten der Singularität und radikaler Posthumanismus, ich ändere das mal demnächst auch auf dieser Folie, das ist das bessere Wort als Transhumanismus hier, das wäre die Realisierung religiöser Vorstellungen mit technischen Mitteln. Das und nichts anderes. Kann passieren, kann man plausibel finden, kann man dran glauben, aber wir sprechen uns 2045 nochmal. Ein Problem des radikalen Posthumanismus ist, oder auch des Glaubens an die Singularität ist, erst einmal ist es eine direkte Fortschreibung dessen, was bisher passiert ist. Es ignoriert völlig, dass es immer mal wieder disruptive technologische Neuerungen gibt, die wir vorher einfach null abgesehen haben. Dass es immer wieder das Auftreten sogenannter schwarzer Späne gibt, das heißt, bestimmte Dinge passieren einfach, von denen wir nicht erwartet hätten, dass sie passieren, sowas wie 9-11 oder so, und die dann die ganze Weltgeschichte so richtig komplett in eine andere Richtung lenkt, ohne dass es auch nur die geringste Chance gibt, sie vorherzusehen. Und sowas ist immer nicht hineingerechnet in die ganze Angelegenheit. Ein zweites Problem des Ganzen ist, Moore's Law endet an einer physikalischen Grenze. Die Strukturen in unseren Prozessoren können wir halt immer verkleinern, aber nur bis zur Größe von Atomen bzw. Molekülen. Kleiner wird es nicht. Also die Frage, ob man dann ausweichen kann, teilweise über Parallelrechnen, teilweise über die Verwendung von Quantencomputern, die es ja mittlerweile auch gibt, da wird es dann eine Seitwärtsbewegung geben, aber dass sich dieses Gesetz in alle Ewigkeit fortsetzen und aufrechterhalten lässt, ist keinesfalls gesagt. Ein weiteres Problem dieser Denkschule, das hatte ich schon erwähnt und das hat auch Florian schon eindrücklich gesagt, ist, ich halte eben uns als unauflösliches Gesamtsystem und nicht als etwas Duales. Ich glaube auch, dass wir das an uns selber auch sehr einfach feststellen können, auch wenn das jetzt keine wissenschaftliche Evidenz ist, aber wir wissen doch, wie es ist. Wenn ich jetzt Angst vor irgendwas habe und ich spüre die, die manifestiert sich sogar in Magenschmerzen oder umgekehrt, ich habe irgendwie Grippe, dann habe ich auch Watt im Kopf und kann nicht klar denken. Und allein diese Art der Selbsterfahrung sollte eigentlich schon zeigen, wie sehr das alles eben doch verzahnt ist. Deswegen sage ich, vergiss Kurzwelle, ja, muss man nicht vergessen, kann man auch anhängen, aber ich halte die Relevanz der radikalen, hardcore, posthumanistischen Aussagen und der Singularität für das, was hier und heute gerade passiert und was an technologischen Entwicklungen gerade passiert, für nicht besonders hoch. Sehr, sehr viele relevante Punkte hat Florian gerade schon gebracht und einen davon greife ich heraus. Cyborgs. Cyborgs kennt ihr alle, die sehen so aus. In meinem Fall aber eher so. Das bin ich von hinten. Und was man da sieht, ist eines meiner beiden Cochlea-Implantate bzw. den äußeren Teil davon. So gesehen, ja, ich sehe mich tatsächlich selber auch als Cyborg, weil ein Stück Technik in meinen Körper eingepflanzt ist. Sie sehen eine schematische Darstellung des Implantates. Die eine Hälfte trage ich hinterm Ohr wie ein Hörgerät, die andere Hälfte ist in mich eingebaut. Da ist dann wirklich eine Aussparung in meinen Schädelknochen gefräst worden oder der Empfänger eingesetzt wurde und von dort verläuft ein Kabel unter Putz bis zu meinem Hörnerv, der diesen Hörnerv dann elektrisch stimuliert und mich auf diese Weise hören lässt. Denn ohne dieses Implantat wäre ich medizinisch gesehen gehörlos.
Und hier kann man etwas erkennen bzw. nicht erkennen. Da oben sieht man da so ein bisschen so ein Kabel. Und da unten auch, wie es aus dem Laptop kommt. Das benutze ich anstelle von Kopfhörern. Das heißt, ich kann meinen Hörnerv direkt an eine Klangquelle koppeln mit so einem Kabel und mir das anhören und in meinem Gehirn Geräusche entstehen lassen, ohne dass auf meiner Seite irgendwo Schall ist. Oder wenn ihr mit mir telefoniert, dann telefoniert ihr im Grunde genommen mit meinem Gehirn, könnte man sagen. Und das zeigt, wie diese Technik mir da quasi dann schon Dinge erlaubt, die so ein bisschen über das Menschliche hinausgehen oder jenseits dessen liegen, was wir sonst am Menschlichen kennen. Also ich muss ganz klar sagen, ich bleibe auch mit Cochlearimplantat gehörbehindert. Ich habe ein Sprachverständnis von 100%, wenn man das im Labor misst. Aber ich habe zum Beispiel auch gerade in diesem Raum mit dieser Akustik hier Schwierigkeiten. Ich habe verschiedene Programme, zwischen denen ich wählen kann, und in bestimmten Situationen führen diese Programme auch dazu, dass ich besser höre als ihr, aber in bestimmten anderen Situationen höre ich auch schlechter. Ich hoffe auch, dass das gleich mit der Diskussion einigermaßen klappt, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich Schwierigkeiten habe, den Christian zu verstehen, und ich hoffe, wir bekommen das hin. Kann man also so sehen, wie sich Enhancement und Nachteile da noch so die Waage halten, ganz abgesehen von so Punkten wie die Tatsache, dass ich so ungefähr alle 2 Tage neue Batterien einsetzen muss, wobei ja, das ist dann halt auch eine Form von Nahrungsaufnahme. Cyborgs gibt es noch mehr. Der Jens Naumann, der hat sich ein Chip gebaut, vorne auf die Brille gesetzt mit Fotorezeptoren. Das Kabel geht hinten rum in seinen visuellen Kortex durch das Stammhirn hindurch, und damit konnte er sehen, also eine Frühform des Retina-Implantates, wenn auch noch grob aufgelöst und nicht in Farbe. Daneben Patrick Kane mit einer künstlichen bionischen Hand. Diese Hand ist besonders deswegen toll, weil sie sich nicht nur bewegen lässt, und zwar von seinen Gedanken gesteuert bewegen lässt, sondern auch tatsächlich Sensoren enthält und ein Feedback geben kann. Bisherige bionische Hände und Arme hatten halt den Nachteil, ich kann damit Dinge tun, aber nicht spüren. Und mit der kann man auch tatsächlich mittlerweile schon spüren und eine Rückkopplung bieten, und das Ding ist so feingliedrig, dass man sich damit nicht nur die Brille aufsetzen kann, sondern sogar die Schuhe zubinden kann. Claudia Mitchell hat einen künstlichen Arm, der auch komplett der Gedankenkraft gesteuert werden kann. Neil Harbison ist farbenblind und hat dieses Gerät gebaut, das wie so eine Antenne aussieht und Farben in seinem Sichtfeld in Töne umwandelt, und über die Wahrnehmung dieser Töne kann er dann Farben voneinander unterscheiden. Jerry Jambalas, mein Lieblings-Cyborg, der hat mal einen Finger verloren, und wenn man einen Finger verliert, dann bekommt man so einen kleinen Gummifinger oben drauf, in der Regel aus ästhetischen Gründen, damit das nicht so krass aussieht. Der dachte sich, okay, da baue ich dann jetzt einen USB-Stick ein. Aber hat 2 Nachteile, nur 2 GB, und ich stelle mir das total nervig vor, hier immer so Finger am USB, in der USB-Buchse da rumstehen zu müssen. Aber vielleicht kann er den auch so im Ganzen einfach abnehmen und dann in seinen Rechner stecken, was natürlich auch ein krasser Effekt ist, wenn man da so ankommt und sich mal was kopieren will. Kevin Warwick hat Florian schon erwähnt. Tim Kernan ist ein Transhumanist, mit dem wir zusammenarbeiten. Er hat die Firma Grindhouse Webware gegründet, die Open Source basierte Implantate entwickelt, die man sich bestellen und in seinen Körper tun kann. Größere Dinge sind derzeit nur im Prototypenstudium und im Stadium und im Selbstversuch vorhanden. Kleinere Dinge wie Magnetimplantate, implantierbare RFID-Tags und
geringere Modifikationen kann man sich aber heute schon fast überall besorgen und dann am Piercer sich unter die Haut setzen lassen. Wobei hier als Beispiel für eine von sehr, sehr vielen, ich dann noch einen Räuber gewählt habe, sie hat so einen Magnet im Finger. Und damit kann man halt nicht nur mal irgendwie so eine Büroklammer aufheben, sondern wenn man elektromagnetische Felder und Wechselspannung hat in bestimmten Frequenzbereichen und mit dem Finger in diesem Bereich ist, dann spürt man eine Vibration. Das heißt, es ist möglich, einen Elektromagnetismus zu erspüren. Das heißt, er hat einen zusätzlichen Sinn. Und das ist eben die Erfahrung, die ich auch mit meinem Cochlea-Implantat gemacht habe, dass dieses plötzliche Erweitern der Sinne, auch wenn ich sozusagen von einem negativen Punkt auskommend erstmal auf ein Normalmaß musste, eine doch überwältigende Erfahrung für mich war. Und ich werde mir auch demnächst noch so einen Magneten einsetzen, ganz einfach um diese Erfahrung machen zu können, wie sich die Welt anfühlt, wenn ich so etwas erspüren kann. Herzlichen Content. Ein Herz, eine Cochlea-Implantat, die guckt ein bisschen verdoppelt, aber geht's gut. Es ist eine gehörlose Katze und die hat in Australien ein Implantat bekommen und reagiert normal auf akustische Reize. Es gibt auch verschiedene Arten von Cyborgs. Die meisten könnte man als medizinische Cyborgs bezeichnen. Also Menschen, die ihren Körper aus medizinischen Gründen modifizieren. In meinem Fall das Cochlea-Implantat, Hirnstamm-Implantate, also Florian erwähnt, Herzschrittmacher, tiefe Hirnstimulation. Es gibt künstliche Organe, künstliche Arme und Beine, die, wie ich schon darlegen konnte, mit der Zeit besser werden, Prothesen aller Art, bis hin aber auch zu so Sachen wie Blutzucker und Blutdruckmessgeräte und verschiedene andere Sachen, die man sich wirklich als kleines Implant unter die Haut setzen kann oder ins Armband tragen kann. Das heißt, da kann man sehen, wie aus dieser Ecke technologisch wir immer mehr Technik in und an unseren Körper packen, während offenbar noch die Hemmschwelle besteht, es zu tun, wenn man keine medizinischen Gründe dafür hat. Nun wirft das Ganze aber auch Probleme auf. Und ich bleibe jetzt mal beim Cochlea-Implantat und den Gehörlosen. Florian hatte auch schon das Beispiel des lesbischen Pärchens, das gerne gehörlosen Nachwuchs hätte. Ausgerechnet in der gehörlosen Community gibt es eine sehr, sehr starke negative Einstellung gegenüber dem Cochlea-Implantat. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Das fängt an dem Punkt an, dass Gehörlose, die bis in die 80er Jahre in Deutschland auf gehörlosen Schulen gegangen sind, extrem starke Erfahrungen von Diskriminierung machen mussten, unter anderem, weil sie ihre Muttersprache, nämlich die Gebärdensprache, im Schulunterricht nicht verwenden durfte. Früher zurück, teilweise sogar bei der Androhung von Prügeln. Und da obendrauf kommt dieses Gefühl, dass nicht genug Barrierefreiheit besteht. Das ist kein Gefühl, das ist ein Fakt. Es gibt zu wenig Untertitel, es gibt zu wenig Angebote, es ist zu schwer, einen Gebärdensprache-Dolmetscher zu finden. Was so ein bisschen dazu führt, dass die Gehörlosen halt eine eigene Kultur entwickelt haben, die auf der Gebärdensprache basiert. Und das ist überhaupt nichts, was man abwertend betrachten sollte. Das ist eine reichhaltige Kultur. Es gibt Poetry Slams in Gebärdensprache, es gibt Formen des Denkens, die man, glaube ich, nur dann so richtig nachvollziehen kann, wenn man selber in diesem Kulturraum sozusagen lebt. Sie hat aber den großen Nachteil, dass man sie nicht einfach so verlassen und betreten kann. Ich kann nach China fahren und Chinesisch lernen, ich könnte auch die Gebärdensprache lernen, gehörloser Mensch kann das aber in der Regel nicht. Und hier haben wir ein großes Problem, dass sich die Diskriminierung an dieser Stelle schwer auflösen lässt und die Gehörlosen tatsächlich sehr darauf angewiesen sind, dass die Gesellschaft Barrierefreiheit herstellt.
Und das ist eine Möglichkeit, für mehr Barrierefreiheit zu sorgen, die Barriere am Körper selber eben zu überwinden, nämlich Cochlea-Implantate einzusetzen, was man heute bei Kindern, gehörlosen Kindern im Alter von 9 bis 12 Monaten tut, mit gewaltigem Erfolg. Wir gehen also wirklich durch die Bank in die Regelschule und entwickeln sich normal, in Anführungsstrichen, aber sie verlassen dadurch die Gehörloskultur. Aus meiner Perspektive, ich bin spät ertaubt, ist die Gehörlosenkultur klein. 80.000 Sprecher in Deutschland, das ist, empfinde ich als beengend. Ich habe auch nie wirklich es geschafft, die Gebärdensprache zu lernen. Nicht nur, weil sie sehr, sehr schwer ist, sondern auch, weil ich einfach zu wenig Menschen in meinem Umfeld hatte, mit denen ich sie hätte anwenden können. Den Gehörlosen bedeutet diese Kultur aber die Welt. Wenn sie sie bedroht sehen, dann ist das wie, wenn man ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das muss zwangsläufig zu starken Abwehrreaktionen führen. Und das muss zu der Frage führen, wie gehen wir als Gesellschaft um mit diesen technischen Neuerungen? Weil selbst etwas Harmloses wie das Cochlea-Implantat, von dem wir ja eigentlich denken, wow, das setzen wir jetzt im Gehörlosen ein, dann kann der wieder hören, das ist doch nur gut. Das ist zu kurz gedacht, wie wir an dem Beispiel sehen. Ja, da steht nochmal alles, was ich gerade gesagt habe. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Mein Cochlea-Implantat ist ein Wort über Gaben. Ich habe bei der Implantation die Wahl zwischen zwei verschiedenen Anbietern. Wenn ich die Wahl aber einmal getroffen habe, kann ich nicht mehr zu einem anderen Anbieter wechseln, weil es ist halt implantiert. Und eine Implantation eines Cochlea-Implantates bedeutet in der heutigen Zeit halt 3 Stunden OP und zwar pro Seite. Das macht man nicht auch Spaß. Das heißt, mein Hersteller hat eine extrem starke Kundenbindung. Eine Kundenbindung, die man sich in anderen Bereichen nur wünschen könnte. Das heißt, es ist tatsächlich im Sinne eines Herstellers, dass man sich Dinge implantiert, weil sich auf diese Art tatsächlich eine maximale Kundenbindung erreichen lässt. Ändern kann ich das. Die Programmierung meines Implantates selber nicht. Ich muss dazu in die Klinik gehen, vorher einen Termin vereinbaren. Wir haben genau 1 Stunde Zeit. In Berlin ist es okay, es sind 20 Minuten Tram, aber wenn ich irgendwo in der Pampa wohne, fahre ich vielleicht auch vorher noch 3 Stunden mit dem Auto irgendwo hin. Ich kann keine Do-it-yourself-Anpassungen vornehmen oder selber irgendwas daran manipulieren. Die finanziellen Nachteile, die sich daraus ergeben, dass mein Hersteller jetzt quasi ein Monopol auf mein Gehör hat, die sind sehr hoch. Also die verlangen für ihre Zubehörteile teilweise Mondpreise. Nur das kommt nicht bei mir an, sondern ist dann auf die Krankenversicherung abgewälzt. Und wenn man jetzt mal nur nachdenkt, so World Garden System, das man nicht mehr verlassen kann, das kennt man doch irgendwo ja. Nämlich Amazon Kindle, unglaublich praktisch, aber ich verlasse mich dann komplett auf Amazon. Wenn ich die E-Books auf einem anderen Reader lesen will, muss ich sie alle neu kaufen, weshalb ich halt eben kein Kindle habe, sondern ein anderes Gerät und darauf achte, dass ich mir nur E-Pubs kaufe und keine Movies. iPhone, Camper, man kann nur das darauf installieren, was Apple erlaubt. Natürlich kann ich es jailbreaken, aber dann verliere ich die Garantie. Unter Android sieht es auch nicht viel besser aus, aber wir haben solche Lock-in-Effekte auch von so Diensten wie zum Beispiel Facebook und WhatsApp, die uns quasi zwingen, sie zu nutzen, dadurch, dass alle anderen sie nutzen und wir einen sehr, sehr großen Nachteil haben, wenn wir sie nicht benutzen. Und ich glaube, dass man jetzt schon eine Ahnung davon bekommt, wie groß das Maß an Problemen wird, das wir durch solche World Garden-Effekte und durch die Vermarktung technischer Gadgets haben, wenn diese Gadgets eine immer zentralere Rolle in unserem Leben spielen, immer mehr an uns heranwachsen oder gar in unseren Körper implantiert sind. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich gerne herausstreiche. Im Grunde genommen die Probleme von Cyborgs,
eigentlich die Probleme aller Menschen sind, die Technik in unserer Gesellschaft benutzen. Und meiner Meinung nach beginnt sowieso das Cyborg-Dasein oft schon beim Smartphone. Aber das ist ein Thema für sich. Was ist denn jetzt nun ein Cyborg? Ein Cyborg ist ein kybernetischer Organismus, ein Mischwesen aus, vereinfacht gesagt, Mensch und Maschine. Es sind auch noch andere Mischungen denkbar, also Tier und Maschine oder Biologie und Elektronik oder wie man das sagen will. Das Pentagon kennt zum Beispiel durchaus Forschungsprojekte, wo es um Cyborg-Insekten geht, die mit kleinen elektronischen Zubehörteilen versehen sind, um sie als Drohnen zu Überwachungszwecken einzusetzen. Da gibt es so allerlei sehr spannende Forschungsprojekte, bis hin zu der Idee, dass man sich so einen kleinen Bausatz für $100 kaufen kann und ihn auf eine Schabe setzt und dann mit dem Smartphone diese Küchenschabe, diese lebendige Küchenschabe fernsteuern kann. Aber zunächst ging es eigentlich nur darum, den Menschen an das Überleben im Weltraum anzupassen. Das war das große Ding in den 60ern. Raumfahrt, bemannte Raumfahrt. Wie kann der Mensch im Weltraum überleben? Welche Modifikationen müssten wir eigentlich an unserem Körper vornehmen, wenn wir die Erde verlassen wollen eines Tages? Da ist dann der Begriff in die Popkultur eingesickert und eigentlich verkommen zu einer komischen Kampfmaschine, die meistens böse ist, außer sie wird auf Grund programmiert, aber selten einen eigenen Willen hat, bis hin zum Borg-Kollektiv bei Star Trek, wo dann noch so eine Zombie-Ästhetik dazu kommt, um auch wirklich dem Letzten klarzumachen, dass Cyborgs im Grunde so willenlose Zombies sind, die irgendwie so vor sich hin existieren und sparen. Während der Begriff ganz anders wieder aufgenommen wurde von der Philosophie, nämlich in dem Fall von Donna Haraway, die sagt, Cyborg ist eine Metapher für ein Wesen, das sich selbst definiert. Und wenn er will, kann der Mensch ein Cyborg sein. Zum Beispiel im Sinne von, wir entscheiden selber, welchem Geschlecht wir uns eigentlich zugehörig fühlen. Oder auch, wie viel es denn davon gibt. Da kann man ja nun durchaus darüber streiten. Der Kulturwissenschaftler Michael Seemann hat 2010 das Internet und sein Smartphone als sein mentales Exoskelett bezeichnet. Mir persönlich geht es ähnlich und auch das ist für mich eine Form des Cyborg-Daseins, weshalb ich eine Definition aufgestellt und veröffentlicht habe, nach der ein Cyborg in unserem Sinne ein menschliches Wesen ist, das elektronische Geräte implantiert hat oder zumindest ständig bei sich trägt, aber über die Nutzung eines bloßen Werkzeuges hinaus eine dauerhafte Erhöhung der Sinne und Fähigkeiten mit sich bringt. So ein Smartphone kann der Einstieg sein, für manche ist es einfach nur ein Telefon, das man halt ab und zu benutzt, aber wir kennen das alle, wenn es wirklich das Erste ist, wo wir morgens drauf gucken und das Letzte abends und es unheimlich viele Dinge in unserem Alltag gibt, die wir damit verknüpfen und damit erledigen und wir eigentlich aufgeschmissen sind ohne dieses kleine Gerät, dann ist dieses Gerät wahrscheinlich doch schon irgendwie ein Teil von uns geworden. Ich persönlich halte auch ein Smartphone für einen hochintimen Gegenstand und gucke gerade, welche Möglichkeiten es gibt, Smartphones an ein RFID-Tag zu koppeln, dass ich mir dann in den Finger implantieren würde, so dass nur noch ich es benutzen kann und keine Person außer mir noch. Bis hin zu dem Punkt, dass ich persönlich, egal wie drastisch das jetzt klingt, der Meinung bin, dass das Wegnehmen eines Smartphones, das Konfiszieren mit Körperverletzung vergleichbar ist. Tut mir leid, aber sehe ich tatsächlich so. Ja, dann kommen wir an den Punkt zu den nicht-medizinischen Cyborgs. Ich habe das Magnetimplantat schon erwähnt, NFC-Chips und RFID-Implantate, damit konnte man zum Beispiel so ein Smartphone an mich in Person koppeln. Das sind diese bösen Chips, vor denen wir eigentlich ganz viel Angst haben, wenn sie zum Beispiel in unseren Personalausweis stecken. Aber alle möglichen Manifestationen von Datenbrillen
Google Glass ist nun sehr gefloppt, zeigt aber eine Skizze einer möglichen Datenbrille, die wirklich ubiquitär eingesetzt werden, ständig getragen werden könnte. Smartwatches kommen jetzt stattdessen auf, die das Smartphone noch dichter an unseren Körper bringt und noch enger mit uns verbindet, dadurch, dass wir eben ständig mal kurz so drauf gucken müssen, ohne es noch aus der Tasche zu nehmen, gekoppelt mit den ganzen Quantified Self-Anwendungen, aber auch Gaming-Anwendungen per PCI, Brain-Computer-Interface. Ein solches Brain-Computer-Interface haben wir da hinten, das könnt ihr euch angucken, ausprobieren, vorführen lassen und eben dem Smartphone selber. Das ist so ungefähr das, was für mich, ich sag mal, das Kontinuum des Cyborg-Daseins im Hier und Jetzt ausmacht. Oder anders gesagt und durchaus auch mit einer Huawei, wir leben in einer Cyborg-Gesellschaft. Denn wir als Gesamtgesellschaft sind ein untrennbares Gewebe eingegangen mit der Technologie, die wir entwickelt haben, mit der wir uns umgeben und können uns dort gar nicht mehr herauslösen. Und die Interaktion zwischen Teilen der Gesellschaft und Teilen der technologischen Infrastruktur sind nicht mehr auflöslich und beeinflussen uns auch kulturell und psychisch und auf so mannigfaltige Weise, dass wir eigentlich nur dieses dualistische, wir als Gesellschaft, und das ist die Technologie, dass man es eigentlich als ein Gesamtsystem sehen müsste. Nur, dass wir als Individuen, die wir da drin leben, wir haben in der Regel noch nicht das Gefühl, mit Technik zusammengewachsen zu sein. Wir fühlen uns immer noch sehr, sehr getrennt und dualistisch davon. Und ich denke, dass hier so der wunde Punkt ist, an dessen man sich was auflösen lassen, an dessen man was auflösen könnte. Also ich bin der Meinung, wenn wir uns selber mehr als Cyborgs, als verwoben mit der uns umgebenden Technologie bis hin zur Implantation auffassen würden und diesen Blickwinkel einnehmen würden, kämen wir zum Teil zu anderen Ansichten, anderen Auffassungen, könnten vielleicht einige Probleme anders lösen, durchaus oft in die Richtung, wie Florian das halt skizziert hat. Das war's. Vielen Dank. Anmerken, da steht ein Link zu cyborgs.cc. Das ist die Homepage des Vereins, den ich mit anderen Leuten zusammen gegründet habe. Wir setzen uns gedanklich mit diesem ganzen Thema auseinander und organisieren kleine Tagungen oder Vortragsabende. Viele von uns sind Cyborgs, einige sind es nicht, und wer Lust hat, sich damit gedanklich auseinanderzusetzen, ist also hochgekommen, das zu tun. Mehr Informationen gibt es dann dort. Der Mensch ist ein Wesen, was Sinnlichkeit und das Kognitive hat. Wir machen Erfahrungen und wir verstehen. Und wenn man sich das klar macht und dann die Entwicklung der Technik, egal in welche Dimensionen sie sich entwickelt, sie wird immer nach den Regeln, die diesem technischen System von den Menschen oder von der Gruppe eingebracht wurde, danach wird sie reagieren, egal welche Massen sie bewältigt. Aber sie wird nicht die Sinnlichkeit des Verstehens und der Erfahrung entwickeln. Und das ist insofern wichtig für mich, dass wir da das Denken uns nochmal klar machen, der Mensch bleibt in der Verantwortung,
für die Massenverarbeitung der Daten, wo immer er sie auch einsetzt. Ja, der Punkt ist der, ich bin mir nicht sicher, ob ich an das Eintreten der Singularität glaube oder nicht, um das mal so klar zu beantworten. Nicht sicher, ich bin tatsächlich in Bezug darauf Agnostiker und finde es die Fragestellung gerade nicht so wahnsinnig relevant. Der Punkt ist der, wenn eine solche künstliche Intelligenz aufkommt und sie ist vergleichbar intelligent wie wir, dann teilt sie nicht unsere Sinneserfahrungen, nicht das Menschliche, was du da jetzt gerade so beschrieben hast. Sie könnte aber eigene Erfahrungen und einen eigenen Hintergrund mit sich bringen. Weshalb ich ja auch schon versucht habe zu skizzieren, dass eben eine solche künstliche Intelligenz eigentlich wahrscheinlich nicht besonders menschlich ist, sondern sehr, sehr fremdartig sein wird. Ich finde es total süß, dass da jetzt deine Katze ist, weil ich dachte gerade an zum Beispiel Blindenhunde oder auch Katzen oder Pferde für bestimmte Kulturen sind ja auch so eine Art Prothese, würde ich jetzt nicht sagen, weil die haben eine eigene Subjektivität, aber die gehören doch schon irgendwie so ein bisschen zum Cyborg-Sein dazu. Und sowas wie zum Beispiel bestimmte Medikamente, die man braucht, ob Insulin oder was auch immer, doch irgendwie auch ein bisschen. Und dann wollte ich noch kurz sagen, bei Stanislav Lem gibt es diese wunderbaren, selbstbewussten, selbstdenkenden und ich glaube auch manchmal zerstörenden Computer, aber die Vorstellung, dass man sich als Menschling dann irgendwann von der intergalaktischen Versammlung vielleicht zur Rechtschaft gebeten wird, wie man sich dann mit seinen unglaublichen Einschränkungen und Egoismen innerhalb der großen galaktischen Gesellschaft verwirklichen muss und welche blöden Anforderungen dieses Eiweiß, schreibt er immer so an die Menschen fordert. Das finde ich irgendwie auch ganz faszinierend. Ja, das geht so in die Richtung des Gedankens, den ich eigentlich auch immer habe. Sollte es kommen, habe ich nicht besonders viel Angst davor, weil ich glaube, dass wir Menschen hinreichend bewiesen haben, dass wir nicht in der Lage sind, diesen Planeten zu managen mit unserer Zivilisation. Und dass es vielleicht nicht die dümmste Idee ist, dass es jemand Intelligenteres als wir tut. Die Frage ist dieses Intelligent, bekommt es überhaupt? Und wenn ja, ist es dann nett oder bösartig? Weil dem, was müssen Menschen, wie ich sage, ja dann tun in der Zeit. Das klingt jetzt zynisch, macht das aber wirklich. Schaut euch mal Terminator an, und zwar alle vier Filme, beziehungsweise den dritten bei Bedarf weglassen, aber der vierte ist dann tatsächlich wieder wichtig. Und zwar unter dem Vorzeichen, Skynet ist rot und die Menschen sind böse. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, sich den Film einfach so herum anzugucken und wie man dann anfängt, über bestimmte Dinge zu denken. Oder alle neuen Welten vom Wüstenplaneten. Oder Wüstenplaneten, alle neuen Welten. Genau. Da gibt es da natürlich. Oh, dann hab ich ihn auch dabei. Ja, dann bedanken wir uns nochmal bei Herrn Pfarr. Das war ganz toll, finde ich. Und kommen dann nochmal zu unserer Abschlussdiskussion zwischen den Themen Cyborgs, Behinderung und Transhumanismus. Da bitten wir dann gleich Dr. Stefan Sorgner aus